Hey ho, Leute, ich hab's euch angedroht, wenn ich erstmal den Opti-Grill hab, dass ich ja immer wieder Videos so nach Feierabend mache. Und ja, es zeichnet sich wirklich danach ab, dass es da eine Flut an Videos gibt. Ich habe immer noch in kein Buch reingeschaut, noch kein Video angeschaut zu dem Ding, noch gar nichts gemacht, aber ich habe wieder eine Idee heute bekommen. Ich war beim Shoppen, habe mir Putenschnitzel eingekauft. Die wollte ich erst da drin so machen und dann gehe ich durch den Laden und dann sind mir doch die Tortillas hinterher gesprungen. Ja, Tortillas, Wraps, das ist doch eh alles dasselbe. Und ja, machen wir heute guten Wraps. Ganz einfach im Opti-Grill. Gehen wir rüber, schauen wir die paar Zutaten an. Ist wieder ganz wenig, aber wird bestimmt ganz lecker. Und schon wären wir bei der kleinen Zutatenübersicht. Wir haben hier diese Putenschnitzelchen, eine Gurke, Tomaten, Käse habe ich in der Eile heute tatsächlich vergessen einzukaufen, aber hier haben wir noch ein bisschen was übrig. Dann haben wir hier noch ein Parmesan, das reicht. Dann eben die Tortillas, eine Barbecue-Soße und an Gewürz nehmen wir einfach ein Hähnchengewürz. In dem Falle nehme ich das, was mir der Bambi Plattfuß mal zugeschickt hat. Seine eigene Mischung, des Hockets Spezial oder wie er das nennt. Und damit würze ich jetzt die Teile ein. Also sprich, ein Hähnchengewürz ist das. Ich würze mal einfach ein klein bisschen ein und gut ist. Also das müssen wir jetzt gar nicht zu übertreiben. Dann hätten wir das schon wieder, das Würzen. Stellen wir rüber und schalten wir doch erst einmal den Opti-Grill ein. Der Gute sehnt sich schon wieder etwas nach Zärtlichkeit. Wie war das letztens? Zweihandbedienung. Oh, brauche ich heute nicht. Wir haben verschiedene Programme zur Auswahl. Ach, nehmen wir Hühnerbrust. Okay. Wird vorgeheizt. Rüber wieder. Hier gibt es jetzt einfach Gurken und Tomatenmassaker. Das braucht man eben nachher für die Füllung. Eigentlich hätte ich sie erst in Längsstreifen schneiden können, wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Egal, dann machen wir uns einfach so kleine Gurkenwürfelchen. Also ich erhoffe mir von den Gurken eben, dass sie ein bisschen Frische mit reingeben. Ja, Tomaten. Ich bin zwar nicht unbedingt so der Tomaten-Fan, aber wat mut, dat mut. So, jetzt muss ich nachher da hinten die Tomaten wieder zusammenklauben, die Ecken. Weil irgendwie habe ich nicht einmal im Biomüll getroffen. Tja, Käse kann man so dann rausnehmen. Die Tortillas kann man dann einfach so rausnehmen. Dann sind die Vorbereitungen schon abgeschlossen. Obwohl, ein bisschen mehr Gurke. So. Ich tue mir den Käse gleich noch in der Schüssel rein. Ist leichter dann zum Rausnehmen. Ja, und der Grill ist gleich soweit vorgeheizt. Er hat geschrien, Speisen einlegen. Das machen wir doch tatsächlich glatt sofort und gleich. Schauen wir mal, ob wir alle gleichzeitig drauf kriegen. Nee. Nee. Macht nichts. Drei gehen drauf. So, das wird berechnet. Ja, und wenn die fertig sind, noch das nächste und dann geht's drüben schon wieder weiter. Speisen, eventuell verbraten, durchgebraten. Naja, tun wir sie runter. Ja, sehen doch gut aus.
Und wie sie von innen aussehen, das werden wir uns gleich angucken. So, jetzt muss ich bloß hier gucken. Nein, nicht Grill ausschalten. Nachlegen. Okay. Na, wird vorgeheizt. Der schreit mich gleich wieder an. Dann kann ich noch das letzte drauflegen. Habt ihr ja jetzt gesehen, gehen wir gleich wieder rüber. Hier geht's schon wieder weiter. Schauen wir uns das Teil erst einmal von innen an. Ja, sieht durchgebraten aus. Das schneiden wir uns jetzt etwas kleiner. Tun es da hinten in eine Schüssel rein. So, Freunde, das letzte ist auch fertig. Das habe ich auch schon geschnitten. Und was ich jetzt festgestellt habe, bei Geflügel oder, ja, Geflügel, Pute, Hähnchen, würde es vielleicht Sinn machen, wenn man das, die Grillplatten, ich nenne sie jetzt auch Grillplatten, ein bisschen einölen würde. Ich habe jetzt hier bloß einen feuchten Lappen, weil dass wir hier das grobe Zeug wieder unten haben. Es geht zwar recht gut weg, aber es macht halt keinen Spaß, wenn das Ding brüllend heiß noch ist. Der wird ja eh gleich wieder eingeschalten. Und jetzt werde ich, sobald ich den abgewischt habe, doch tatsächlich nachgucken, ob ich irgendwo auf die Schnelle irgendeinen Tipp finde. So wächst Tortillas oder eben Wraps da drauf zu machen, wächst da Einstellung. Und wenn ich nichts finde, dann stellen wir einfach einen manuellen Mode ein. Ganz einfach. So, bei dem verbratenen Kladderadatsch möchte ich natürlich jetzt dann nicht an den Dingern außen dran hängen haben. Weiter geht's. Kladderadatsch. Schere. So. Raus hier. Tja. Ja, tun wir erstmal ein bisschen Soße unten drunter. Barbecue-Soße eurer Wahl. Ich nehme ganz gern jetzt mal die Nappi. So. Wir machen das Ding jetzt nicht zu mächtig. Lieber mache ich ein paar mehr. Verdammt! Ganz schnell hier rüber. Den Grill einschalten. Dann auf Sandwich-Programm. Okay. Wird vorgeheizt. Und dann geht's hier schon wieder weiter. Tja. Dann klappen wir den Hundling hier zusammen. Ganz schön groß. Meinst du? Ja. Ja, das passt schon. So, den drehen wir jetzt dabei um, dass er nicht wieder aufgeht. Dann nehmen wir den nächsten. Käse habe ich vergessen. Verdammt, du hast auch nichts gesagt. Ja. Ich habe ja nichts zum Sagen. Das glaubt da jetzt keiner von meinen Zuschauern, dass du nichts zum Sagen hast. Das glaubt da absolut gar keiner. Aua! Das glaubt da absolut gar keiner. Bisschen was von der Käsemischung. So. Und das soll so heben. Ja, das werden wir nachher sehen, ob das hebt. Das weiß ich doch selber jetzt noch nicht. Ich muss das doch auch erst alles ausprobieren. Ich würde das jetzt so machen. So. Kannst du machen, wie du willst. Ich mache so. Dann ist das hier meiner. Ich mache das jetzt so wie eine Tüte. Ja, kannst du gerne machen. Darf ich das schon draufklopfen? Nein, da steht noch Warten drauf. Ach komm. Ja. Und in der Zwischenzeit packen wir einfach gleich nochmal zwei Stück. Packen dir selber. Weiß nicht. Ja, mach doch einfach.
Ich filme einfach mit hier. Stell die ich bin dann schuld, wenn wieder nichts mehr ist. Ja, das ist deiner. Ich wollte es jetzt eigentlich anders rollen, Michi. Dann roll, wie du möchtest. Roll, wie du möchtest. Den nächsten mache ich mir dann nochmal. Weil zwei Stück werden wir schon verdrücken. Oder auch mehr. Kann ja nachher noch nachmachen. Ups. Ja, so kann man natürlich ein Wrap oder ein Tortilla auch rollen. So gehört es ja eigentlich auch. Aber ist das jetzt für dich? Ob das jetzt so sinnvoll ist, wie du das gemacht hast, Kleister. Ist die andere Frage. Mach jetzt drauf. Ich will den jetzt drauf. Geht noch nicht. Warten. Weil da noch warten steht. Du musst warten, bis der aufgeheizt ist. Warum ist der so langsam? Oh Mann. Der bricht ja schon. Ja, selber schuld. Selber schuld. Weil man alles selber machen will. Mann, jetzt habe ich da einmal geholfen, jetzt ist wieder nichts. Und dann beschwerst du wieder, du alter Mauli. Ich beschwere mich gar nicht. Doch, du beschwerst dich. So, dieses Mal habe ich den Käse unten neu. Man kann ihn schon mal nicht vergessen. Ich mach. Ist soweit gut? Gefrorene Speisen. Was? Ist ja nichts gefroren. Hast du da drauf gedrückt? Ich hab gar nichts gemacht. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso drückst du da? Wir haben doch gar nichts gemacht. Doch, du hast auf die beiden Dinger rumgedrückt. Gar nichts hab ich gemacht. Oh, Weiber! 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 Speisen einlegen, darf ich? Ja. Was? Kämm drehen. So, Speisen einlegen. Hau da ruck. Ich leg meinen hier drauf. Mach den nicht so breit. Leg mein drauf. Der geht nicht, ich muss meinen querlegen. Weg da. So. Unmöglich. Weg. Jetzt ist er aufgeräumt. Ja, das ist dein Problem. Wenn man auch auf mich wieder mal nicht hört. Nein. So. Und ich klappe mir den jetzt genauso zu wie meinen letzten, weil dann habe ich ein richtig schönes, gefaltenes Paket, tja, wo ich einfach drauflegen kann. Ich will hier auch kein Paket essen. Ich schon. Ich nicht. Ich schon. Hauptsache lecker gefüllt ist es. Ja, dauert es. Ja, das dauert halt jetzt. Und wo habe ich mir hier jetzt gerade die Information geholt? In welchem Programm ich das mache? In dem Optimal Grillen aus dem Hehl Verlag. Jo. Und was schreiben sie da? Da ist nämlich ein Wrap drin. Wraps im Programm Sandwich Knusprig Grillen. Jawohl, das machen wir. Knusprig in 25 Sekunden. Schatz, kann's nicht warten. Na. Tja, also meins sieht wesentlich besser aus als deins. Heiß. Tja, so sieht's aus, wenn Frau macht. Bitteschön, lass das schmecken. So sieht's aus, wenn Michi macht. Warte noch, das nächste Mal, wenn wir den Murks baust, dann rette ich dich nicht. So, Speisen entnehmen, haben wir schon. Nachlegen, okay. Wird vorgeheizt und da können wir dann gleich unsere nächsten drauflegen. Und beiße ich jetzt so rein, verbrenne ich mir die Gosche. Ihr habt was zum Lachen. Ich habe was zum Weinen. Komm Leute, das mache ich jetzt. Ich würde es nicht probieren. Ich glaube, wir machen jetzt besser erstmal einen gesegneten Mittelschnitt. Und zwar quer durch. Also leicht gebräunt oder durchgebräunt, ach was weiß ich, was da dran gestanden ist, ist glaube ich fast schon etwas zu lange. Nächstes Mal holen wir es runter, wenn gegrillt dran steht, so sieht es aus und doch, ich denke, da kann ich jetzt direkt reinbeißen. Yummy.
Und das will ich doch selber wissen, ob ich mir dann wirklich sauber die Gosch verbrenne. Ich habe jetzt aber die Gosch verbrannt. Oh. Das ist richtig, richtig geil. Leute, also die Kombo richtig genial mit dem Tefal Opti-Grill. Macht echt Spaß mit dem Teil zu arbeiten. So weiß ich wenigstens, dass ich am Abend immer was zum Essen habe. Die Kombo wirklich sehr, sehr lecker. Die Tomaten da drin, schön durch. Geil. Und ich glaube, das war doch nicht zu lang drauf. Lasse ich genauso lang drauf, die nächsten. Und ja, ihr kriegt sie jetzt nicht mehr zu sehen. Aber die sehen ungefähr genauso aus wie meiner. Richtig geile Sache. Probiert es aus. Leicht gebräunt schreit er. Meine Empfehlung hat. Und ja, ich muss euch leider Gott sei Dank sagen, ich habe schon wieder die nächste Idee bekommen. Da werde ich mir morgen nochmal so ein paar Tortillas organisieren. Und dann mache ich Tortillas, ja, wie ihr sie wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Die falte ich aber dann auch wieder so zusammen. Und ja gut, besorge ich mir morgen nach der Arbeit das Material dazu. Und dann gibt es morgen wieder ein schnelles oder ein schnellen Snack, Abendessen, Snack vom Opti-Grill. Geile Sache. Schatz, was hältst du dazu? Ich habe dir ja schon gesagt, was ich mache. Freust du dich drauf? Sagt sie. Und ich brauche gar nicht sagen, wie es schmeckt, die schaufelt. Sieht gut aus. Okay, Leute, das war's. Ich wünsche euch was und wir sehen uns. Bis morgen. Tschaikowski.